Hallo Leute und willkommen zu diesem Review. Heute geht es um das Rode Video Micro, was es taugt und wie es im Vergleich zum Kameramikro oder dem teureren Rode Video Mic Pro abschneidet. Bleibt dran und viel Spaß! Bis jetzt habe ich auf der Kamera das Rode Video Mic Pro benutzt. Damit bin ich auch sehr zufrieden, nur hat es einen kleinen Haken, es ist recht groß. Vor allem mit Windschutz, der im Außenbereich fast Pflicht ist. Jetzt steht aber bald der nächste Urlaub an und deswegen habe ich mir speziell für Reisen eine Alternative gesucht. Als Fan von Rode, und das gebe ich hier auch offen zu, habe ich also nicht lange gefackelt und mir das Rode Video Micro zugelegt. Dieses kostet mit 50 Euro zurzeit nicht mal ein Viertel von dem, was man für das Video Mic Pro mit Windschutz zahlen würde. Die Links zu den Produkten mit den aktuellen Preisen findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Nebenbei bemerkt, ich werde das ganze Review mit dem Rode Video Micro an einem Zoom H1 als Soundinterface und externem Popschutz aufnehmen. In späteren Soundchecks hört ihr das Mikro dann direkt von der Kamera ohne weitere Hilfsmittel innen und außen. Der gesamte Ton des Videos ist bis auf die Lautstärke unbearbeitet. Genug Blabla und zurück zum Review. Es handelt sich um ein Richtmikrofon zum Aufstecken auf eine Kamera und produziert damit kein Stereo, sondern nur Mono. Das Mikro selber ist klein, wie der Name schon irgendwie angedeutet hat. Das ist in erster Linie der Tatsache zu verdanken, dass es anders als die großen Rode-Kameramikrofone keine eigene Stromversorgung hat und damit von der Kamera selber gespeist wird. Das heißt aber auch, dass der optionale plus 20 Dezibel Vorverstärker, den viele Rode-Mikrofone haben, wegfällt. Was das letztlich bedeutet, hört ihr später im Soundcheck. Zuerst schauen wir aber mal, was man alles für sein Geld bekommt. Zum Lieferumfang gehören neben dem Mikrofon selber auch eine Halterung, ein Kabel und der Windschutz mit integriertem Popschutz. Das Mikro selber macht einen für den Preis überraschend hochwertigen Eindruck. Das Gehäuse besteht laut Hersteller komplett aus Metall. Ich tippe hier mal auf eloxiertes, vielleicht sogar hart eloxiertes Aluminium. Die Halterung hingegen ist komplett aus Plastik. Das ist aber auch wünschenswert, denn diese ist in diesem schallentkoppelten Design ausgebaut wie die meisten Kameramikros von Rode. Das Mikro wird dann einfach eingeklickt, wobei man die Halterung hier schon ganz schön stark aufbiegen muss. Na, bis jetzt hält das Ganze bei mir. Der Windschutz ist nicht einfach nur ein Fellüberzug, sondern enthält auch einen Popschutz aus Schaumstoff. Hier am Rand befindet sich ein solcher Gummiring, durch den der ganze Aufsatz am Mikrofon einrastet und stabil hält. Kleiner Tipp: Das Ganze sitzt erst dann fest, wenn es sich relativ leicht drehen lässt. Ist das nicht der Fall, klemmt es meistens noch irgendwo und kann theoretisch auch leicht wieder abfallen. Um das Mikro mit eurer Kamera benutzen zu können, braucht ihr einen Standardblitzschuh bzw. einen entsprechenden Adapter. Dieser braucht keinerlei Kontakte bzw. Elektronik. Und natürlich braucht ihr auch einen Mikrofoneingang und diesen haben tatsächlich nicht alle Kameras. Also prüft das unbedingt vor dem Kauf nach. Wenn ihr keinen Mikrofoneingang habt, bleiben euch meistens nur herstellereigene Mikrofone übrig oder man nimmt direkt ein externes Aufnahmegerät. Wenn eure Kamera aber über alles verfügt, dann könnt ihr das Mikrofon mit dem flexiblen Spiralkabel verbinden und seid startklar. Ein kleiner Vorteil der Speisung durch die Kamera ist, dass man das Mikro nicht jedes Mal ein- und ausschalten muss. Und dann kann man das Ganze auch nicht vergessen, was dazu führen würde, dass die Aufnahme komplett ohne Ton wäre. Und ja, das passiert jedem irgendwann mal, ganz sicher. Bei der Halterung fällt auf, dass diese doch relativ weich ist. Selbst das Gewicht des Mikros reicht schon aus, dass es leicht nach vorne gebeugt durchhängt. Durch das Kabel wird das jedoch je nach Anschluss etwas ausgeglichen und auf den Ton in der Praxis sollte es sowieso keinen Einfluss nehmen. Auch wackelt das Mikrofon deutlich stärker als ähnliche Mikros, da diese Dämpfungsaufhängung nur einmal vorhanden ist. Beim Rode Video Mic Pro zum Beispiel kann das Ganze baubedingt nur vor und zurück, aber nicht so extrem hoch und runter wackeln. So, aber jetzt wechseln wir mal eben schnell das Audio Setup und hören uns den Ton des Mikros aus der Kamera unter realen Bedingungen an. Als erstes gibt es den Ton im Innenraum mit recht ungünstiger Raumakustik. Kommen wir zum wichtigsten, und zwar dem Tontest, damit ihr euch ein Bild zur Tonqualität machen könnt. Ihr hört jetzt noch den Ton der Kamera selber, einer Sony Alpha 7R II. Alle weiteren Informationen blende ich euch oben im Video ein. Test, Test, Test. 1, 2, 3.
Jetzt hört ihr das Rode Video Micro unter denselben Bedingungen, wobei ich den Kamerapegel anpassen musste. Alle Informationen entnehmt ihr bitte wie vorher dem Video. Test, Test, Test. 1, 2, 3. Zum Vergleich hört ihr jetzt nochmal den Ton des Rode Video Mic Pro, und zwar mit dem Preamp auf plus 0. Diese Testbedingungen sind zwar fair, aber relativ sinnlos, denn solche Mikrofone kauft man sich in erster Linie wegen ihrem Vorverstärker, mit dem man den Kamerapegel entsprechend runterdrehen kann. Und deswegen hört ihr jetzt nochmal den Ton des Rode Video Mic Pro mit eingestelltem Preamp auf plus 20 Dezibel. Test, Test, Test. 1, 2, 3. Dadurch, dass der Kamerapegel entsprechend niedrig gewählt werden kann, wird auch dessen Rauschen stark unterdrückt, denn die kamerainternen Verstärker sind meistens eher schwach. Durch Verwendung von Mikrofonen mit eingebauten Vorverstärkern können also wesentlich rauschärmere Ergebnisse erzielt werden. Das Rode Video Micro hingegen hat keinen internen Vorverstärker und wird von der Kamera selber gespeist. Ihr müsst hier also mit dem Kamerapegel entsprechend höher gehen als beim Rode Video Mic Pro mit dem Vorverstärker auf 20 Dezibel und erhaltet auch etwas höheres Hintergrundrauschen in euren Aufnahmen. Und im zweiten Test gehen wir raus in einen Garten mit Hintergrundgeräuschen, darunter ein plätschernder Springbrunnen im Nachbargarten und leichtem Wind. Als erstes hört ihr jetzt das Mikrofon von der Kamera selber bei einem Abstand von 3 Meter im Freien. Test, Test, Test. 1, 2, 3. Ihr hört jetzt das Rode Video Micro beim Abstand von ca. 3 Meter im Freien. Test, Test, Test. 1, 2, 3. Und jetzt hört ihr das Video Micro in einem Abstand von 3 Meter um 90 Grad gedreht, sodass ich von der Seite reinspreche. Test, Test, Test. 1, 2, 3. Jetzt hört ihr das Rode Video Mic Pro in einem Abstand von ca. 3 Meter im Freien. Test, Test, Test. 1, 2, 3. Jetzt hört ihr das Video Mic Pro in einem Abstand von 3 Meter von der Seite. Test, Test, Test. 1, 2, 3. Okay, also die erste Beobachtung, und da stimmen hoffentlich alle zu, ist, dass das Video Micro klar besser klingt als das Mikro der Kamera. Dies trifft sowohl auf den Klang selber, aber auch ein sehr viel leiseres Hintergrundrauschen zu. Auch die Details im Hintergrund lassen sich klarer erkennen und auseinanderhalten. Das Rode Video Mic Pro hat aber durch den plus 20 Dezibel Vorverstärker in Sachen Hintergrundrauschen die Nase nochmal deutlich vorne. Mit ihm kann der Kamerapegel so niedrig gedreht werden, dass die Aufnahmen in der Hinsicht wirklich extrem sauber werden. Ein anderer starker Unterschied ist die Richtcharakteristik. Das Video Mic Pro entspricht hier einer Keule, ist also sehr gerichtet und unterdrückt Töne, die nicht von vorne kommen, recht stark. Das Rode Video Micro hingegen entspricht einer Niere und nimmt damit mehr Nebengeräusche auf. Welches Mikrofon klingt eurer Meinung nach denn besser? Schreibt es doch gerne in die Kommentare, würde mich brennend interessieren. Ich persönlich finde das Rode Video Mic Pro etwas besser, finde es aber auch bemerkenswert, wie gut das Video Micro der Raumakustik trotzt. Im Fazit bin ich mit dem Rode Video Micro sehr zufrieden. Es liefert besseren Ton als das interne Mikro der Kamera, liefert weniger Hintergrundrauschen und bietet zusätzlich einen Windschutz. Dabei ist es deutlich kompakter als andere Kameramikrofone und hat mit 50 Euro ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich will hier nicht sagen, dass es das beste Kameramikrofon ist, das ist es wahrscheinlich nicht. Aber in seiner Preisklasse könnte es das sehr wohl sein, denn sehr viel Konkurrenz gibt es hier schließlich nicht. Wer also nach einem kleinen, kompakten Kameramikrofon mit gedämpfter Aufhängung, Windschutz und höherem Pegel als beim Kameramikrofon sucht, kann meiner Meinung nach mit gutem Gewissen zum Rode Video Micro greifen. Selbst wenn man sich irgendwann ein besseres Mikro holt, bleibt das Video Micro mit hoher Wahrscheinlichkeit die kompaktere Alternative und weiterhin nützlich. So, und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr dem Ganzen doch gerne ein Däumchen nach oben aufdrücken und den Kanal abonnieren, wenn ihr mehr Videos zu Technik, Fotografie und Videografie sehen wollt. Macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann!